Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Diesmal ein bisschen anderes Video, ein anderes Setup. Es geht jetzt nämlich direkt hier an meinen Laptop. Ich sitze nämlich gerade so quer zum Laptop. Und zwar, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Amazon hat gerade Osterangebotswoche vom 19. bis 26. März und ich führe euch mal ein bisschen drum herum. Ich habe mal reingeschaut, was es für gute Angebote gibt, die jeden Autofahrer interessieren könnte und ja, habe da mal eine kleine Zusammenstellung für euch vorbereitet, die auch als Amazon Prime-Kunde für mich so zu sehen sind oder mit Zeit angegeben sind. Und das werde ich unten alles verlinken. Und jetzt geht's direkt los. Also viel Spaß. Vielleicht findet ihr auch was. Ja, die Osterangebotswoche sind auf jeden Fall sehr umfassend im Automobilbereich, aber es gibt ein paar Sachen, die echt super interessant sind. Für jeden 330i mit einem Schaltgetriebe gibt es gerade das Castrol Syntrans B. Das B steht nämlich für BMW. 75W als 1 Liter Flasche. Der Preis wird sich wahrscheinlich noch ändern, weil das ein kommendes Angebot ist, was zeitlich dann ab dem Zeitpunkt dann irgendwie gültig ist. Ja, ich habe ja damals das Öl bei BMW direkt gekauft und habe da 40 € knapp pro Liter bezahlt. Ich wusste aber auch, dass es das Castrol gibt. Das war aber damals noch teurer. Das kostet, glaube ich, 23 € oder 18 €. Aktuell ganz günstig zu haben. Wenn ihr es kaufen solltet, achtet drauf, ihr braucht 2 Flaschen, weil die Füllmenge 1,3 Liter ist beim BMW 330i N5253 Schaltgetriebe. Dann geht es weiter, auch ganz interessant. Osram bietet gerade 10% auf Birnen. Da ist auf jeden Fall interessant für die, die Xenons haben. Da gibt es die, habe ich hier mal rausgesucht schon, die Osram Nightbreaker Unlimited. Die hatte ich damals in meinem Einser drin gehabt. Die fand ich auch ganz gut, habe mich aber dann im neuen Modell doch für die CBI, also die Cool Blue Intensive, entschieden. Ich kenne also beide, muss sagen. Beides sind hervorragende Xenon-Brenner, die echt eine sehr gute Lichtausbeute haben. Ich weiß, die kosteten damals, als ich geschaut hatte, um die 65 €. Aktuell gibt es, wie gesagt, 10 € da drauf. Ich finde, 48 € sind jetzt für ein Brennerstück, ist schon eigentlich relativ anständig. Solange man mit 2 Brenner unter 100 € ist, ist man auf jeden Fall schon günstig dabei. Ansonsten hier die Cool Blue Intensive, können wir mal gucken, in welchem preislichen Rahmen das sonst sich so bewegt. Die sind jetzt bei 56 €, 57 €, sind ein bisschen teurer, aber im Endeffekt auch sehr, sehr gute Birnen, die ich auch selber habe und schon mehrfach benutzt habe in verschiedenen Autos. Dann geht es weiter, für jeden vielleicht ganz interessant, der ein bisschen mehr Richtung Kodierung gehen will. Hier gibt es ein OBD-Kabel, EXA und K und D-CAN. Damit ist es auf jeden Fall möglich, INPA und EDIA-Bus, keine Ahnung, ich kann das alles gar nicht aussprechen. Ja, mit dem Auto zu connecten. Ich habe auch selber so ein Kabel, habe damit schon einige Sachen an meinem Auto gemacht und auch ein bisschen in die Tiefe gegangen. Das Kabel gibt es ja gerade im Angebot. Ich habe aber noch ein anderes Kabel. Ich glaube, das ist sogar günstiger als das. Ich suche das nochmal raus, packe das auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung rein. Ansonsten ist das jetzt hier im Angebot. Dann für die Putzfreunde auf jeden Fall gibt es auch was. Guck, habe ich auch schon letztens gekauft. Tuga Kochchemie, die grüne. Der Felgenreiniger auch ganz gut. Ich glaube, ich habe immer so 7 € bezahlt in diesen Amazon-Preisen. Das war eigentlich immer ziemlich geil. Manchmal gibt es auch den 5-Liter-Kanister im Angebot. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich nutze immer zwei Produkte für Felgenreinigung. Wenn der Aluteufel gerade nicht vorrätig ist oder mir zu teuer ist, dann kaufe ich mir meistens im Angebot auch den hier. Den Nigrin Evotec ist eigentlich auch dasselbe wie das Sonax-Produkt. Das habe ich jetzt hier nicht rausgesucht. Aber 3 Liter Felgenreiniger für 22,45 € finde ich auch ganz in Ordnung. Ich komme mir echt vor wie so ein scheiß Verkäufer. Das ist gar nicht meine Absicht. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch ein paar Produkte und da spare ich ein bisschen Sucharbeit. Ja, wie gesagt, das sind Produkte, die ich selber benutze. Das Evotec als kleine Flasche gibt es auch im Angebot. Das wird auch noch bald auf euch zukommen. Ansonsten muss ich noch sagen, ein paar Pflegeprodukte gibt es auch. Nigrin Lackpflegeset, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht, wie gut es ist. Ich nutze es nicht. Ich habe mir von Meguiar was bestellt, so ein Starter-Pack. Das war ganz geil, habe ich aber noch nicht benutzt, weil es noch viel zu kalt war. Wird aber jetzt demnächst kommen. Es wird jetzt langsam wärmer mit den Tagen. Bin ich selber noch am Gucken nach einem sehr guten Mikrofasertuch. Das sieht für mich eigentlich sehr gut aus, weil ich achte immer darauf, dass es hier eine hohe GSM hat. Das ist so die Saugfähigkeit der Tücher, so wie ich das mitbekommen habe. Und da ist 1200 schon relativ weit da oben. Die meisten haben so 650, 800, das ist auch schon sehr gut. Das ist für mich jetzt, das wird auch noch als Angebot kommen. Klingt für mich auch ganz gut. Und ansonsten, ja, nochmal Autoshampoo-Konzentrat. Sage ich auch ganz ehrlich, keine Ahnung. Das ist vielleicht den, der irgendwie 0815 Wäsche machen will und nicht Bock hat, zu viel Geld auszugeben für eine Autowäsche oder für einen, der gerade anfängt, so wie mich oder so wie ich es bin. Ich habe aber in dem Meguiar, was ich da habe, Kit, selber auch ein Autopflege-Shampoo. Ich habe mir dieses Kit hier damals geholt. Zeige dir das einmal direkt mal.
Dieses Kit habe ich mir geholt, damals im Angebot für ein paar Mark weniger, glaube ich. Eine Sache habe ich euch vergessen noch zu zeigen, und zwar gibt es auch aktuell einige Luftfilter von K&M hier im Angebot, die kommen werden. Wenn da einer Interesse hat irgendwie an K&N-Filtern, wäre das auf jeden Fall so eine Empfehlung, da mal was zu gucken. Ja, leider der Piper Cross nicht mit am Start, aber K&N bietet auf jeden Fall auch ganz gute Alternativen. Sind nicht für den 330i oder für den N52, N53 geeignet, aber vielleicht dann noch für den einen oder anderen könnte da ein interessantes Angebot dabei sein. Das war soweit die kleine Vorstellung von den Amazon-Wochen. Es werden auf jeden Fall stündlich oder alle 6 Stunden wird, glaube ich, das geupdatet, soweit ich das verstanden habe. Wenn ihr irgendwie ostermäßig durchdrehen wolltet und euch freut auf die kommende Oster und den kommenden Frühling, wäre das auf jeden Fall eine ganz gute Alternative, hier ein bisschen günstig ein paar Angebote abzustauben. Ja, und wenn euch das gefallen hat und ich euch ein bisschen Arbeit sparen konnte, würde mich das freuen. Und ja, ich bin weiterhin fleißig. Jetzt kleine Updates behind the scenes, kleine Updates. Ich bin weiter sehr fleißig am Videoschneiden. Teil 3, 4 und 5 vom Frage-Antwort-Teil mit Wagner ist soweit auch fertig. Das wird jetzt die nächsten Tage auch noch veröffentlicht. Ich denke mal so am Mittwoch, am Samstag und dann nochmal nächsten Mittwoch werde ich das einfügen. Dann habe ich gerade an Wagner ein anderes, die Heiligen Hallen von Wagner habe ich an ihn geschickt, dass er es nochmal durchsieht und soweit auch alles seinen Segen dafür gibt. Und ansonsten, ja, noch kleiner Hinweis, ich habe meine Daten, mein Datenbackup und meine ganzen Daten von meiner Festplatte, die gecrashed ist, die habe ich glücklicherweise wiederherstellen können. Das war echt ein Akt, aber ich habe es hinbekommen mit der Software, die ich da benutzt habe, alle Daten zu retten. Also ich glaube, ich habe wirklich keinen Verlust der Daten. Komischerweise, nachdem ich die Festplatte formatiert habe, die dicke jetzt, die 4 TB, funktioniert die wieder. So, also keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, da gerade Daten drauf zu machen, dass mir die wieder flöten gehen, aber soweit hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und ja, ich bin weiterhin fleißig am Schneiden. Ach, sogar auch ganz interessant für euch, ich habe jetzt gestern das Hotel, ich fahre Karfreitag wieder zum Nürburgring runter. Das ist, wann ist denn das Karfreitag? Ich glaube, das ist der, genau, der 31. habe ich wieder ein Hotel in der Nähe vom Nürburgring mir geholt, wie eigentlich jedes Jahr mittlerweile. Und ich habe mir ein Hotel gekauft, auf jeden Fall. Nein, ich habe mir ein Zimmer gemietet im Hotel und bin auf jeden Fall wieder anwesend. Ich würde mich freuen, euch ja vielleicht auch zu treffen. Vielleicht ist einer von euch da am Karfreitag am Nürburgring. Und ja, vielleicht können wir mal gucken, dass wir uns da noch irgendwie mal ein Brünnchen treffen oder sowas. Mal sehen, wird wahrscheinlich sehr voll. Ich werde noch ein paar Updates geben, aber das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt auch was bei Amazon finden können, was euch auch gefällt. Und das war es soweit von meiner Seite. Also, haut rein, Jungs. Peace.